neuer Tag, neues Glück. Nachdem gestern unsere Versuche, einen Spaziergang zu machen, etwas gescheitert sind, weil es jetzt mal zu regnen angefangen hat und wir dann etwas frustriert aufgegeben haben, starten wir heute neu. Bisher ist es trocken. Mal schauen, wie weit wir kommen. Wir wollen zu so einer Lagune gehen, wo es angeblich Flamingos gibt. Ja, und generell schauen wir uns einfach mal ein bisschen hier in der Gegend um. Wir laufen jetzt hier diesen schönen Steg entlang. Ist echt cool gemacht. Geht immer an so Tümpeln vorbei wie hier. Hier sieht man ein paar Vögel. Man hört sie auch jetzt zum Teil. Ist ganz schön hier. Es ist übrigens nur leicht kühl, weswegen ich die Regenjacke anhabe. Ich habe keine andere dabei. Es regnet noch nicht. Wir haben den Steg verlassen und da vorne schaut es so aus, als ob wir in einen dunklen Waldtunnel gelangen. Was geht da? Ich denke, dieser Baum hier ist so ein Manzanita-Baum, also Manzanita, kleiner Apfel. Die sind giftig, vor denen wird hier auf Schildern immer gewarnt. Das hier, glaube ich, könnte die Frucht sein. Also man soll auch die Blätter nicht anfassen, weil die für die Haut wohl sehr irritierend sind und so Ausschlag und so Brennen hervorrufen können. Dieses Geflecht hier unten ist übrigens das Innere von so einem Kaktus, wie man da hinten sieht. Also die haben da eine ziemlich interessante Struktur im Inneren. Der Weg ist jetzt zu Ende, den wir gerade gegangen sind, auf diesem Stegen und diesem Waldweg. Wir sind jetzt an dieser Tortoise Breeding Station hier auf Isabella angekommen. Hier gibt es nämlich auch eine. Da hinten ist der Eingang. Genau, wir haben auch gerade schon mit der netten Dame da geredet. Die hat uns jetzt erzählt, dass es hier diese Flatshell Tortoises gibt, also welche, die anscheinend so ein bisschen flacher sind. Aber das kostet auch wieder $10 Eintritt pro Person und man braucht auch wieder einen Guide. Und da wir das ja auf Santa Cruz schon gemacht haben, sparen wir uns das jetzt. Ja, und generell wollen wir die Schildkröten lieber in freier Natur vielleicht sehen. Keine Ahnung, ob das hier auf der Insel geht, aber ja, diese Breeding Center, es hat so ein bisschen Zoo-Charakter, auch wenn es vielleicht sinnvoll ist, die ja, weiter zu vermehren. Aber ja, ein zweites Mal brauchen wir das nicht unbedingt. Genau, deswegen machen wir uns jetzt auf die Suche nach freilebenden Tieren. Ich bin da einer ganz heißen Fährte auf der Spur. Ich habe so das Gefühl, als ob es da ungefähr Flamingos geben könnte.
Wir haben sie tatsächlich gefunden, die Flamingos. Hier im Hintergrund sind es 5 Stück insgesamt. Waren jetzt bloß ja, wirklich 250 Meter von diesem Breeding Center aus. Direkt an der Straße. Ja, ist echt schön hier. Schöner Fotospot. Auf jeden Fall. Für so ganz nahe Aufnahmen müssen wir dann mit der Kamera filmen, weil das Handy natürlich nicht so einen guten Zoom hat. Aber das ist gar nicht so einfach mit der zu filmen, weil sonst wackelt es immer so. Also muss man sich ziemlich anstrengen. Ich komme mir echt vor wie ein Scharfschütze. Also Luft anhalten ist ein Muss, wenn man so filmt. Wir sehen jetzt hier nochmal einen Flamingo ganz nah. Voll cool. Ist auch ziemlich interessant, den beim Essen zuzuschauen. Also der, vor allem der da ballert seinen Schnabel da ordentlich in den Schlamm rein und filtert da irgendwie Krebstiere, Algen, keine Ahnung was raus, wodurch ja auch die rosa Farbe zustande kommt. Und wenn das Kerlchen da so weitermacht, wird der mal ziemlich rosa werden. Also die sind eh schon sehr rosa, die Flamingos hier, die 5 auf dem See oder an dem See. Ja, echt cool. Also schön, dass wir das hier entdeckt haben. Richtig cool. Ja, jetzt machen wir uns, glaube ich, wieder auf den Rückweg, denn es fängt ein wenig zu nieseln an. Leer. Wir haben uns jetzt noch auf dem Rückweg, nachdem wir am Meer waren, noch was vom Bäcker geholt. Das ist jetzt das Pan de Leche. Schmeckt sehr gut. Mmh, richtig gut. Also so ein Bäcker ist schon was Schönes. Also wir müssen nochmal sagen, diese Pan de Leches, die sind richtig gut. Die sind übrigens so groß wie dieses Schokopan hier. Ja, das probieren wir dann später am Nachmittag. Da freuen wir uns schon. Und also das ist ungefähr ein Viertel, nicht ganz. Und kostet $1 pro Stück. Was eigentlich voll in Ordnung ist. Was Süßes mal für zwischendurch, da bin ich immer dabei. Ah ja, hier im Hintergrund ist übrigens ein Flamingo. Das ist direkt fast vor unserer Haustür. Vorher waren wir übrigens noch kurz am Strand. Haben da ein paar Aufnahmen gemacht, aber nichts dazu gesagt, weil Wind und Meeresrauschen trotz Mikro nicht so wahnsinnig gut ist. Da haben wir wieder gesehen, diese Lava
Gesteinsformationen, total interessant, also das haben wir auch noch nie gesehen so. Und es war ein Haufen winziger Iguanas auf den Felsen gelegen, wobei man immer aufpassen muss, dass man die nicht kaputt tritt, weil die eigentlich so gut getarnt sind. Ja. Und nur wenn sie sich bewegen, dann kriegt man es mal mit, dass sie da sind. Als Abendspaziergang haben wir uns jetzt doch nochmal aufgerafft und sind zu dem Punkt gegangen, wo wir schon seit, ja, eigentlich gestern auch den ganzen Tag hingehen wollten, an die Stelle, wo man auch mit dem Boot ankommt dann hier. Und wir sind jetzt hier so einen kleinen Weg durchgegangen und jetzt liegen hier schon Seelöwen und das ist ein winziges Baby hier links. Also wirklich winzig. Und etwas mager. Also den Spot haben wir wirklich unterschätzt. Das war auch der Spaziergang, den wir eigentlich vorgestern machen wollten, wo es immer geregnet hat. Wir hatten jetzt eigentlich schon nicht mehr wirklich Lust, hierher zu kommen. Aber nach 150 Metern hat es sich schon gelohnt. Also die kleinen Seelöwen, echt cool. Die Mangroven hier. Mal schauen, was sonst noch alles kommt. Aber bisher echt Wahnsinn. Wir waren jetzt ja ganz hinten an diesem Steg hier und es lohnt sich, glaube ich, fast hier zu schnorcheln. Also wir überlegen uns jetzt, ob wir die nächsten Tage irgendwann mal vielleicht sogar einen Wetsuit oder sowas ausleihen, wenn es nicht allzu teuer ist, und dann hier schnorcheln gehen. Also zumindest Andi überlegt das. Ich bin mir noch unsicher, weil es ja echt das Wasser kalt ist und hier draußen ist es jetzt auch nicht so wirklich warm. Ja, auf jeden Fall, also den Spot haben wir. Den Spot werden wir noch mal besuchen, ziemlich sicher. Also wir haben jetzt da im Wasser einen Rochen gesehen sogar und so groß ungefähr war das, so ein Kofferfisch oder irgendwie so ein irgendwas in die Richtung. Also ich denke, es ist jetzt schon fast 6 Uhr am Abend, wenn wir da am Tag noch mal herkommen, ja, das machen wir. Natürlich nieselt es jetzt. Schon sind wir soweit. Da ist der Regen. Aber allerdings ist, erst abends. Ja, und es ist nicht so schlimm. Also es ist nicht so stark. Ich hätte gesagt, wir beenden jetzt hier den Tag. Den Regen zählen wir heute nicht mehr mit. Ja, übrigens, also Nachmittag oder nachdem wir dann zurückgekommen sind von unserem Flamingo-Ausflug, da haben wir dann relativ lang noch mit Fotos und Videos rumgetan und ein bisschen weitergeschnitten an den aktuellen Videos, die wir gerade in der Bearbeitung haben. Natürlich Mittag gegessen und gekocht und waren dann echt ewig beschäftigt. Und dann war es auf einmal schon 5 und irgendwie haben wir gesagt, ja gut, jetzt machen wir noch einen kleinen Spaziergang, bevor es dann schon wieder Abendessen gibt. Und das war ein voller Erfolg. Hätte ich auch gesagt. So viel zu heute. Wir sehen uns dann morgen.